Oder ist der BH so stark geschmutzt? Vielleicht ist es der BH, ich weiß nicht. Eigentlich habe ich nicht so viel Probleme. Du musst natürlich bei einem Fitting mit so vielen Looks und so vielen Models sehr systematisch vorgehen. Das heißt, du hast für jedes Model 3 Looks und die müssen immer einen richtigen Abstand zueinander einhalten, damit du die Models auch Backstage umziehen kannst, ja, damit sich das alles zeitlich ausgeht. Und aber das ist die erste Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung ist natürlich, dass das Model vom Typ super zum Outfit passt. Für mich ist es ein sehr anstrengender Tag, weil ich muss 100% konzentriert bleiben, Pausen gibt es nicht. Bei manchen Models sind wir schneller, bei manchen müssen wir wirklich alles umstecken, die Längen kürzen, was enger nähen oder ich bin mit dem Schmuck langsam, weil ich dann 50 Mal die Broschen dazu probiere oder so. Und dann kommst du in Verzug und dann stapeln sich die Models schon und warten, dass sie endlich drankommen und dann musst du aufholen und dann gibt es keine Pause. Ich habe die Models ja gestern zum ersten Mal gesehen beim Casting und wir waren mit dem Casting um 17 Uhr fertig. Dann kam die Kollektion hier an und die Looks mussten zusammengestellt werden und wir hätten, glaube ich, bis heute 5 Uhr früh gebraucht, wenn wir schon die Models zu den Looks zugeordnet hätten. Das ist wahnsinnig aufwendig und ich tue mir da viel leichter, wenn das Mädchen direkt vor mir steht. Ja, anhand einer Setkarte könntest du die Looks nicht zuteilen, weil auf den Setkarten schauen die Models oft ganz, ganz anders aus.